Herzlich willkommen. Heute natürlich die Fortsetzung des gestrigen Podcasts. Fuge Es-Dur von Bach, nachdem gestern das Präludium gekommen war, zum Trinitatisfest, welches morgen gefeiert wird. Mit dem heutigen Podcast grüße ich meine Freundin und Kollegin Annegret Schönbeck in Stade zu ihrem Geburtstag. Sie hat wunderbare Orgeln da oben in Stade unter den Fingern. Ganz toll, aber heute am Geburtstag hoffentlich auch ein bisschen frei und nicht allzu viel Arbeit. Gestern also, Präludium Es-Dur. Ich hatte ja auch versprochen, dass ich noch mal ganz kurz zur Sammlung etwas sage, Klavierübung dritter Teil. Ich kann dann auch gleich mich korrigieren von gestern, ist überhaupt süß. Man lernt ja viel dazu bei diesen Podcasts. Nicht nur, dass man Reaktionen kriegt von anderen Leuten, die einem mal korrigieren oder so. Auch selber merkt man natürlich manchmal hinterher, dass man irgendeinen Käse geredet hat. Gestern habe ich gesagt, Klavierübung zweiter Teil würde enthalten italienisches Konzert und französische Suiten. Muss ich mich korrigieren, italienisches Konzert und französische Ouvertüre in H-Moll. Habe ich falsch gesprochen. Irgendwann mache ich am Ende meiner Podcast-Reihe vor den Sommerferien mal einen Errata-Podcast, wo ich alles erzähle, was mir unterwegs vorgekommen ist, was ich korrigieren wollte. Aber ich hoffe, Sie verzeihen mir das. Ich bin eigentlich sicher, denn das Panorama, das ich vorstelle, ist auch riesig. Also, und ich erhebe ja auch nicht den Anspruch, irgendwie wissenschaftlich hier zu sein. Ich glaube auch, das Verhältnis zwischen richtigen Dingen, die ich sage, und falschen stimmt. Das sage ich mal so ganz selbstbewusst. Und es ist ja auch gut, wenn Sie eine Anregung kriegen, können was nachlesen und dann kann es auch mal sein, dass Sie zu einem anderen Ergebnis kommen. Das ist sogar unter Wissenschaftlern manchmal so. Ich habe auch jetzt im Vorfeld wieder ein bisschen über die Es-Dur-Fuge und Präludium gelesen und da gibt es auch Veröffentlichungen, wo ich selber auch nicht immer zustimme. Ja, das ist nicht so einfach. Beim Spielen ist es übrigens genauso. Der eine oder andere Fehler bleibt einfach auch mal stehen. Das ist so. Also, zu der Sammlung nochmal. Oder zu den Sammlungen der Klavierübung. Ich bin gestern dann nur bis zum dritten Teil gekommen, aus dem ja unser Präludium und Fuge Es-Dur eben ist. Aber ich wollte es doch nochmal im Überblick geben. Und auch nochmal zum Thema Sammlungen von Bach kurz was sagen. Also er hat ja sowieso dazu geneigt, also seine Stücke in größere Zusammenhänge zu stellen, auch eine bestimmte Form wirklich so auszureizen oder zu entwickeln oder alle verschiedenen Facetten zu zeigen, die ihm möglich waren oder die überhaupt möglich sind, wahrscheinlich bei Bach, so genial wie er war, hat er dann das wirklich auch ausgeschöpft. Also am berühmtesten ist vielleicht seine Sammlung Die Kunst der Fuge. An seinem Lebensende, wo er ein großes Resümee zieht über die polyphone Kunst. Auch ein bisschen am Ende dieser barocken Epoche, die Polyphonie sehr wertgeschätzt hat. Danach ja dann mit einem galanten Stil und der Klassik die Polyphonie etwas in den Hintergrund getreten ist. Seine H-Moll-Messe wurde manchmal bezeichnet als Kunst der Messe, weil er da eben auch versucht hat, exemplarisch zum Thema Messkomposition etwas zu sagen. Andere Sammlungen in früher Zeit hat er schon in seiner Weimarer Zeit das Orgelbüchlein geschrieben. Es ist nicht ganz fertig geworden, das weiß man aus dem Faksimile, weil er eigentlich noch mehr Stücke projektiert hatte, wo nur die Überschriften dann stehen. Also da wollte er eine Sammlung von Choralvorspielen zeigen, was man da machen kann. Oder denken Sie an die Kantatenjahrgänge, wo er schon ganz früh in Leipzig
versucht hat, einen ganzen Jahrgang, zum Beispiel Choralkantaten, die Form der Choralkantate, die ziehe ich jetzt durchs ganze Kirchenjahr durch. Also diese großen Sammlungen, das war bei Bach eben ganz was Tolles und was Besonderes. Und jetzt nochmal zum Thema Klavierübung. Sein Vorgänger, Bachs Vorgänger im Amt des Thomaskantors, Kuhnau, hatte auch schon eine Klavierübung veröffentlicht. In zwei Teilen war die, 1689, die erste, und das waren Suiten. Und er ging auch sehr systematisch vor. Erste Suite in C, in D, in E, in F, in G, in A, in B, alle Durtonarten. Dann hat er einen zweiten Band veröffentlicht, drei Jahre später, und das waren dann die Molltonarten. C-Moll, D-Moll, E-Moll, F-Moll, G-Moll, A-Moll und H-Moll. Könnte mir vorstellen, dass Bach natürlich auch dadurch eine Anregung hatte mit seinen Klavierübungen. Und umgekehrt hat Bach wiederum selbst angeregt, zum Beispiel sein Schüler Krebs hat auch eine Klavierübung veröffentlicht. Also, jetzt nochmal der Überblick, wie ich gestern schon sagte, der Klavierübung erster Teil, Bach, die Partiten. Der Klavierübung zweiter Teil, italienisches Konzert und französische Ouvertüre. Also bei den Partiten, vermischter Stil, Les Goûts Réunis, diese berühmte Idee in dieser Zeit, dass die verschiedenen Nationen, Stile zusammengeführt werden und werden können, was bei Telemann ja besonders stark ausgeprägt ist. Les Goûts Réunis. In der zweiten Teil der Klavierübung dann genau getrennt. Er beherrscht beide Stile sozusagen, zeigt er damit. Ja, italienisches Konzert, französische Ouvertüre. Dritter Teil der Klavierübung, das ist unser Stück. Ein Kompendium von Orgelchorälen. Was ist alles möglich in dieser Gattung sozusagen oder in diesem Bereich der Orgelchoräle? Alle möglichen Stile und Formen, und es ist großartig, und als Rahmen eben Präludium, Fuge, Es-Dur. Dann habe ich gestern nicht weitergemacht, Klavierübung vierter Teil. Die Goldberg-Variationen, also die Kunst der Variation, könnte man analog zu die Kunst der Fuge sagen. Und dann gibt es Leute, die spekulieren, das ist wirklich Spekulation, also dass die Kunst der Fuge vielleicht als Klavierübung fünfter Teil geplant sein könnte. Gibt aber keine Zeugnisse wohl darüber. Jetzt zur Fuge, Es-Dur, die ich jetzt gleich spiele. Wir hatten ja gestern gesagt, Trinitatis, die drei Vorzeichen, die drei Themen. Die Fuge ist jetzt auch in drei Teile geteilt. Es ist keine Trippelfuge im strengen Sinne, das heißt, die drei Themen kommen nicht übereinander, aber sie ist so gebaut, dass Gott Vater, das ist das erste Thema, mit dem zweiten Thema Gott Sohn verknüpft wird und mit dem dritten Thema Gott Heiliger Geist. Also dieses, so wie das Wort Gott in allen drei Personen der Trinität vorkommt, so ist auch das Thema für Gott Vater in allen drei Teilen dann präsent. Das Thema für Gott Vater klingt so, das werden Sie gleich hören am Anfang meines Spiels. Das war's schon. Kommt gleich der zweite Einsatz in meiner linken Hand dann. Tonale Beantwortung. Ein ganz ruhiges Thema, der ewige Gott. Archaisch, wir sagen Stile Antico, also das könnte jetzt wirklich eine Fuge von zwei Generationen vor Bach sein oder so. Archaisch, der ewige Gott, der schon immer da war. Dann, zweite Fuge, ich gehe aufs zweite Manual, so können Sie es sehr gut erkennen. Viel belebter. Da
das ist das zweite Thema. Jesus Christus, weicher, lebendig, menschlich bei uns sozusagen. Das zweite Thema wird exponiert zunächst und in der zweiten Durchführung dann wird es mit Gott Vater kombiniert. Also, meine linke Hand ist das Christus-Thema. Rechts. Gott Vater. Jetzt in einem anderen Rhythmus. Damit es auf den Sechsvierteltakt vom Sohn auch passt. Ja? Die beiden müssen sich finden, ist ja klar. Dann gehe ich wieder zurück aufs Hauptwerk für den Heiligen Geist, für das dritte Thema. Klingt so. Das war's schon. Das wird auch kombiniert mit Gott Vater. Aber ehrlich gesagt, das ist ein bisschen schwer zu hören, weil in dem dritten Teil der Fuge, also ich bin ja dann auch im Plenum sowieso, das Stück pro organo pleno, also immer sehr groß und freudig und so weiter, das ist dann schon sehr virtuos und man hört das Gott-Vater-Thema nicht mehr so gut durch, aber seien Sie versichert, es kommt. Und wo es sich sicher, also es kommt oft in der Mittelstimme und auch in der Oberstimme ist es so überlagert, ich finde es schwer zu hören, aber wo Sie sehr gut hören werden, sind die letzten zwei Pedaleinsätze dann. Kurz vor Schluss des Stückes kommt es dann in riesigen, also sehr lauten Pedalen. Wird sogar noch ein bisschen überhöht, ne? Ein Sequenzglied mehr noch. Und der allerletzte Pedaleinsatz. So endet dann das Stück. Das werden Sie sicher sehr gut hören können. Ja, dann mal los. Fuge Es-Dur. Ich wünsche viel Freude und einen schönen Sonntag morgen dann. Der Gottesdienst natürlich dann auch im Netz, vielleicht sehen wir uns und dann Montag wieder beim Podcast. Gute Zeit!